Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge sind wir mit Baul ein bisschen durch die Gegend geflogen, weil jetzt können wir das nämlich. Sehr cool. Wir haben Judith im Team. Wir müssen zu Pharaoh gehen, um die Story voranschreiten zu lassen. Und das ist in der Wüste, wo wir schon mal waren. Und ja, da gehen wir aber noch nicht hin. Denn ich habe nämlich eine halbe Weltreise kurz gemacht und habe einige alte Städte und Dungeons besucht, um zu gucken, kann ich jetzt hier und da vielleicht noch irgendwas machen. Und ich habe eine Menge gefunden bis jetzt. Und ich war noch nicht überall. Also ja, das werden wir jetzt erstmal alles hier abklappern. Ich habe mit jedem NPC gesprochen. Ich habe alles bis hin zu Heliod, nee, bis zu Dahngrest habe ich hier erforscht. Und ja, wer geht's mal hin? Das erste, was ich gefunden habe, ist hier, wenn ich Juris Zimmer betrete. Lass mal schauen. Hast du etwas dagegen, wenn wir das Zimmer nebenan nehmen? Es könnte ein wenig klein sein, aber von mir aus gern. Oh, warte auf mich. Willkommen zurück, Juri. Du sprichst wie und je vor Energie, Ted. Was? Ist Blind nicht bei dir? Er ist mit den Riftern beschäftigt. Ich kann ein ehrgeiziges Star-Captain wohl kaum als Helfer hinter mir herschleppen. Habt ihr beide euch wieder gestritten? Wieder? Streiten sich Flynn und Juri oft? Ja, ständig. Juri, ich will, dass du dich mit Flynn wieder versöhnst. Hör mal, das ist nicht so simpel. Simpel? Du und Flynn, ihr seid zu simpel gestrickt. Simpler geht's gar nicht. Jedenfalls damals, als wir uns unsere Steuern nicht bezahlen konnten. Ihr wolltet ganz einfach den Steuereintreiber umlegen. Eure Denkweise ist es, die simpel ist. Selbst ich hätte über die ganze Sache etwas gründlicher nachgedacht. Ja, das ist schon ziemlich simpel. Sie sind beide unglaublich stur. Wenn jeder von ihnen nur ein winziges Stückchen nachgeben würde, wie zum Beispiel damals, als Juri den kaiserlichen Ritter verließ, sie zerstritten sich dann immer wieder. Ihr zwei seid unverbesslich. Hier, nehmt das und versöhnt euch wieder mit Flynn. Brot? Brot? Wieso das denn? Das kann man teilen. Juri und Flynn haben seit Kindheit alles miteinander geteilt. Zum Beispiel ihr erstes Schwert, dass sie sich nur ein Schwert leisten konnten, wechselten sie ständig ab. Ja, ich verstehe ein wenig, wie ähnlich Juri und Flynn wirklich sind. Wir sind schon ewig zusammen. Wenn man in denselben Umgebung aufwächst, muss man sich ja ähnlich werden. Persönlich lieber mit ihm, bevor du das nächste Mal wieder herkommst. Dann lasse ich euch von den Köchen ein leckeres Mahl zubereiten. Mich mit Flynn versöhnen. Das war so einfach, als wir noch Kinder waren. Ja. Jetzt nicht mehr. Okay. Seht ihr noch was? Nö. Bin noch in einigen Gaststätten ja am Übernachten gewesen. Scheint nirgendwo was passiert zu sein. Aber ja, hier ist was passiert, also los. Auf zum nächsten Dingen. Ja, okay. Boah, wart, nächste Dinge nochmal. Es fällt mir ein, sobald ich wieder auf der Feldkarte bin. Keine Ahnung. Boah, an einem Ort ist das richtig schlimm. Vor allem die Sache ist die, immer wenn irgendwo eine Cutscene oder so auftaucht, wenn ich mit jemandem spreche, dann läuft das so ab. Ich drücke den PlayStation-Knopf und drücke auf Spiel beenden. Dann starte ich das Spiel wieder. Weil ich könnte auch theoretisch die Cutscene überspringen, indem ich starte und dann, was, Dreieck, ne? Ich starte und Dreieck drücke, ne? Aber dann weiß man ja nie, irgendwie kriegt man irgendwie eine Belohnung schon, weil wenn ich die überspringe, dann kriege ich ja die Belohnung trotzdem, ne? Und, ja. Da möchte ich natürlich nicht wissen dann. Ich will ja nicht wissen. Also wenn ich jetzt hier die Cutscene zum Beispiel übersprungen hätte, hätte ich ja schon gemerkt, dass ich ein Brot bekommen hätte, ne? So, da war ich. Da war glaube ich auch nichts. Ich glaube hier war auch nichts. Ich hätte mir echt aufschreiben sollen. Ich überlege gerade, war hier irgendwas? Ich glaube nicht. Nee. Aber hier war was. Hier ist direkt mal aufgetaucht, als ich reingegangen bin. Ich bin so alle Orte, die wir storymäßig so begegnet sind, nochmal abgeklappert. Und ja, es ist jemand hier.
Die Typen sind von den Ruinenpforte. Okay. Wenn ich Ruinenpforte höre, muss ich an Regay denken. Denkt dran, der Regay, den wir gesehen haben, war ein Betrüger. Regay war Jäger. Moment, ich dachte, Jäger hätte sich nur als der echte Regay verkleidet. Wirklich? Hey, seht mal, was für ein lustiges Dingsbums ich gefunden habe. Archie, du hast den Teil eines Bestia-Gehäuses gefunden. Großartig, Mark. Ich wette, es ist ein unbezahlbares historisches Artefakt. Lass uns das sofort nach Aspio zurückbringen und es den Forschern zeigen. Vergiss nicht, deinen Namen darauf zu schreiben, damit man weiß, wer es gefunden hat. Was glaubt ihr Türken eigentlich, was ihr da macht? Was ist denn jetzt los? Wen haltet ihr euch denn, dass ihr ein so wertvolles Exemplar wie dieses hier beschädigt? Da ich jetzt gewonnen habe, ist es mein natürliches Recht. Du Idiot, was hast du vor? Ah, es geht nicht ab. So, ihr beiden, setzt euch auf den Hintern, sofort. Rita, was machst du da? Ich werde diesen Schwachköpfen beibringen, dass man Blastia mit etwas Respekt behandeln muss. Sieh nur, ich glaube, die kleine Magierin hätte uns gleich einen Vortrag. Warum ist sie so ablassend? Seid ruhig und hört zu. Verstanden? Ja, Madame. Eine so kleine Person habe ich noch nie so viel reden hören. Ich glaube, es ist besser, wenn wir tun, was sie sagt. Wenn nur, ich werde die Ruinenpferde gehorcht der Meinung sagen, wenn ich zurück nach Aspio komme. Eigentlich sehen die ganz harmlos aus. Da magst du recht haben, aber die wohlmeinenden Idioten richten oft den größten Schaden an. Ach komm schon, lach doch mal. So, Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob hier drin noch irgendwas ist, ne? Weil ich habe nur gesehen, hier ist eine Cutscene und dann ja, bin ich natürlich wieder Spiel beenden, Spiel nochmal neu gestartet. Was extrem nervig in einer Stadt war, weil ich bin über so was 3-4 Cutscenes oder so gestolpert und ja, das hieß dann für mich dann immer wieder ja, Spiel beenden. Spiel wieder neu starten. Oh, da ist noch eine Katze. Okay, Spiel beenden. Spiel wieder neu starten. Und boah, war richtig zum Kotzen. Ey. Ich hoffe wenigstens, dass ich von irgendeiner Katze da irgendwie auch eine Belohnung bekomme. Sonst hätte ich einfach mal springen können und dann, ja, hätte ich auch nichts gemerkt. So, ich nehme jetzt einfach mal an, hier ist nichts mehr. Ne, ich gehe noch mal auf Screen abchecken, was hier drin ist. Weil ich jetzt nicht so viel Zeit hier verschwenden will. Und ja, wir gucken mal, was hier noch so ist. Na, nächste Cutscene, die war hier in diesem einen Ort, wo Rita diese diesen Feuerball hier auf so ein Ding geschossen hat, glaube ich. Meine Judith hat das Ding zerstört und Rita hat sich wieder aufgeregt, ne? Ja. Ja. Boom. Warum ist das eigentlich immer noch hier? Das war's auch du, nicht wahr, Judy? Jawohl. Hey, Jovich, du hast die Helmsblast ja zerstört, weil sie eine Gefahr für den Planeten darstellen, richtig? Das stimmt. Das ist also getan, um die Welt vor einem großen Unglück zu bewahren? Wenn du das so sehen willst, habe ich nichts dagegen. Aber irgendwas in dieser Sache ergibt für mich keinen Sinn. Warum hast du nicht dieses Hermes ausgeschaltet, dass er die Blastia herstellte? Du hättest auch einen Magier davon erzählen können oder so. Ich riskierte mein Leben, um gefährliche Blastia zu zerstören und deren negative Auswirkungen auf die Erde zu unterbinden. Diese Geschichte hätte mir doch niemand geglaubt. Wenn du mir das so bloß erzählt hättest. Du meinst, du hättest dich um alle Hermes Blastia der Welt kümmern können, obwohl du nicht mal weißt, wie viele es gibt? Sicher hättest du ein oder zwei davon zerstören können, wenn du dich angestrengt hättest. Aber du wärst bestimmt gestorben, bevor du es geschafft hättest, alle zu eliminieren. Weil du Baul bei dir hattest, konntest du feiern, dass die Blastia außer Kontrolle gerieten. Ist das, was du meinst, Judy? Ich habe keine Möglichkeit, an der Blastia herumzubasteln. Um sicher zu gehen, musste ich sie zu zerstören. Aber du hättest auch Rita mitnehmen können, also... Glaubt ihr, dass wir mal in Aspio vorbeischauen können, wenn wir ein bisschen Zeit haben? Wie kommst du denn plötzlich darauf? Es geht um den Hermesblast, ja. Da gibt es etwas, das ich mir näher ansehen möchte. Aber versteht ihr? Ja, Rita, du möchtest auch gerne zurück nach Hause, oder? Nicht wirklich.
Na gut, schauen wir mal vorbei, wenn wir einen Moment Zeit haben. Okay. Gut. Mein Finger direkt auf irgendwas anderes gezeigt, wo ich hin muss. Cool. Da war ich nämlich und da war nichts. Aber gut, ich nehme an, Aspio ist, Rita hat gesagt, er ist zu Hause, also ja. Mit den Namen kann ich noch nichts anfangen von den Städten. Die gehen bei mir in meinem Ohr rein und Ohr raus, also ich kann mir die nicht merken. Da, vor allem, weil die immer so Beinamen haben. Die versiegelte Stadt der Gelehrten, Aspio. Irgendwie kann ich mir das so nicht merken, wenn die immer so lange Namen haben. Dann gucke ich doch mal an, ja. Die kaiserliche Hauptstadt Saphias, weil wenn da nur Saphir stehen würde, dann würde ich mir vielleicht besser merken. Warum heißt das nicht Hallo, die Stadt der Blüten oder ja, Dankreis, Stadt der Gilden oder Höhle der Gilden? Steht da, was ich meine, die so irgendwie zu, ich habe nicht mal annähernd irgendwie eine Ahnung, wie die ganzen Dinge heißen, ja, weil die so, weil die einfach so denken, sehr so formuliert worden sind vom Namen her. Ich meine, das war schwachsinnig, aber. Aber trotzdem, für mich ist das schwer. Also, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Muss ich in Ritas Hütte gehen? Judith hat jetzt nicht unbedingt gesagt, was sie machen will. Sie hat gesagt, sie wollte sich was näher ansehen, aber jetzt irgendwie klipp und klar gesagt, was hat sie jetzt nicht, oder? Dann bin ich einfach nur dämlich schon wieder. Weil das kann auch natürlich immer wieder sein. Da diese eine Tür, in die ich noch nicht reingehen kann. Warum ist eine Tür, die ist irgendwie verschlossen? Hier hat ein komisches Schlüsselloch. Na ja, mal gucken, vielleicht kann ich da rein. Okay. Dann in die Bibliothek. Also irgendwie das Einzige, was noch fehlt. Keine Ahnung. Ich wollte sie irgendwann in einem Buch nachlesen, keine Ahnung. So, aber die sagen wir jetzt nicht, wir hätten von der Seite hier reingehen müssen. Irgendwie ist ja nichts. Okay, was muss ich machen? Toll. Muss ich jetzt hier mit jenen erstmal wieder sprechen, um zu gucken, was hier los ist. Man muss hier übernachten. Ich höre schon die Musik. Ah, ich liebe es, Geld aus dem Fenster zu werfen. Oh. Muss ich irgendein Buch hier untersuchen? Ich will schon ein bisschen genauer sagen, was ich machen muss. Oder habe ich das schon wieder verpasst wie so ein Volltrottel? Okay, keine Ahnung. Was willst du ja machen, Judith? Boah. Oder du siehst verdächtig aus. Na. Ja. Hallo? Okay, nix. Jetzt gar nichts. Boah. Bin schon wieder. Muss ich mir die Katze noch mal angucken. Vielleicht wurde irgendwie gesagt, was ich machen muss oder so. Aber irgendwie, ich habe Julie im Team, keine Ahnung, gut, egal, muss ich mir merken, ein bisschen dämlich jetzt, aber was soll's. Okay, was hätte sie denn da noch gucken können, stört nicht. So, hier bin ich als nächstes. War hier irgendwas? Ich glaube, hier war nichts, ne? Aber ganz kurz rein. Ich glaube, hier war nichts. Gasthaus war, glaube ich, was, aber ich glaube nicht etwas in dem Gasthaus hier war. Ich habe irgendein Gasthaus betreten und dann kam direkt eine Cutscene. Ich glaube, da war nicht das hier, aber in der nächsten Stadt. Ja. Gut. Dann gehen wir mal nach Caponor oder wie auch immer die Orte hier heißen.
Hätte euch vielleicht warnen soll, dass hier nicht viel Action kommt in diesem Part, aber ja. Also als eine Sache habe ich noch geplant zu tun. Und ja. So, erste, was hier ist, boah, das war ja richtig nett. Wir sind irgendwie so 4 Cutscenes. Jedes Mal muss ich das Spiel beenden, neu starten. Und ja. Ausgemacht ist Eis, nein, nicht du. Was ist los, Kumpel? Kennst du ihn, Patty? Nee, aber er wirkt so traurig. Da musste ich ihn fragen, wo der Schuh drückt. Na, na. Bereitet ihn etwas Sorgen? Du bist wahrscheinlich betrübt, weil in deinem leeren Laden aus den Zirpen der Grill nicht los ist, hm? Rita, sei nicht so unhöflich. Nein, sie hat recht. Oh, wolltet ihr zufällig etwas kaufen? Nicht wirklich. Oh, verstehe. Was für ein Laden ist das überhaupt? Das ist ein Saftladen. Saft, warum kaufst du nicht Fisch? Drüben hat frischen Fisch im Überfluss. Es ist eine pure Verschwendung, das nicht auszulösen. Ja, aber wenn ihr Fisch verkauft, dann... Ja, der Fisch in Thüringen ist weiterhin bekannt für seinen köstlichen Geschmack. Alles klar, klingt so, als wäre Fischsaft die Lösung all deiner Probleme. Damit wäre das erledigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Fischsaft nur jede Menge Katzen anziehen würde. Ganz zu schweigen davon, dass Fischsaft ziemlich, naja, fischig riechen würde. Ja, Fischsaft ist nicht unbedingt das, was man dem toren Fisch machen sollte. Als doch so früh dir zu zeigen, was ich im Kopf habe, lass mich erst ein Menü entwickeln. Das wirst du für mich tun? Versprochen, Kumpel. Ich wünsche, du wirst aufhören, uns andere Leute Probleme anzuheizen, hineinzuziehen. Ich glaube, du hast mit deiner Idee vom Fischsaft ihren Stolz gekränkt. Also dann, liebe Freunde, ihr müsst mir diese Zutaten besorgen. Du kannst es nicht einfach Befehle erteilen. Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Ach komm, sieh nur, wie sich der Ladenbesitzer freut. Also an die Arbeit. Dein Fischsaft war es schließlich, der die ganze Sache ins Rollen gebracht hat, Rita. Ach, was willst du mir besorgen? China-Kohl, Tofu, Seegras, Jakobsmuscheln, Lachs, Tintenfisch und Garnelen. Je eins davon. Sobald wir alles haben, kommen wir hierhin zurück und machen uns ans Werk. Ich danke euch allen vielmals. Wäre jetzt perfekt, wenn ich all das schon hätte. Hast du alles? Nö. Ich muss jeden Laden ja wahrscheinlich abklappern, aber das klingt jetzt nicht so schwer. So. Hier war die Cutscene. Eine feurige Seele im Meer der Flammen. Das ist ja, das hat Herr Seron gesagt. Bist du Jus Freund Lobis? In der Tat, ihr wollt beauftragt, mich zu suchen? Wieso hast du einfach random irgendwie diese Worte gesagt? Ja, wir haben etwas von Ju Seron für dich. Ju Yevin, Buch der Freundschaft übergeben. Ihr habt mich hineingeschaut, oder? Was? Nein, natürlich nicht. Sehr gut, wenn das alles ist. Oh Moment, ich muss den Kunden einen Nachweis für die korrekte Lieferung bringen. Ah, okay, mal sehen. Nimm dies als Beweis für die Lieferung. Regenbogenlesezeichen. Wenn du es so lange ansiehst, wird es schwindelig. Markiere damit den Steller an einen Remoir an. Dann grüße Jo von mir. Von mir. Machen wir, danke. Ich habe geglaubt für unseren ersten Auftrag. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen Jo noch die Liefernachweis bringen. Dann ist der Auftrag erledigt. Zum Glück haben wir das Buch nicht verloren. Es wäre bitter gewesen. Vermutlich hätte man nicht einfach irgendwo eine neue Aufgabe des Buchs kaufen können. Wie hätte man so ein Buch auch verlieren sollen? Vielleicht, indem du aufs Klo gehst, es beim Händewaschen ablegst und dann dort vergisst. Hey, wie schmutzig. Das ist schmutzig. Du wäschst dir doch die Hände. Wir dürfen aber auch den Lieferaufweis auf keinen Fall verlieren. Gut genug geredet, brechen wir auf. Auf nach Manteig zum Kunden. Ja, genau. Huch, müssen wir den ganzen Weg zurück? Je eher, desto besser. Der Kunde wartet doch. Keine Eile, für solche Dinge gilt die Devise. Je länger man wartet, desto größer die Freude. Wirklich? Wir schauen später beim Kunden vorbei, wenn wir wieder in Manteig sind. Wuff. Okay. Für eine Quest zur anderen immer. Gut. Ich glaube, er ist dieser verlorene Bruder, also welcher dieser eine Typ hier gesucht hat. Von dieser einen Stadt.
dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. So, was hier? Nee. Diese Händlergilde irgendwo her. Boom. Und zack. Kann ich dich etwas fragen? Handelt der Markt für Fortuna mit Speeren? Ja, aber wenn du verkaufen willst, gehst du besser gleich in einen Laden, als mit mir zu reden. Nein, ich möchte ihn nicht verkaufen. Ich wollte fragen, ob ich andere Speere sehen kann, die man euch verkauft hat. Du versuchst immer noch deine... Versuchst immer noch deinen Speer zu finden, stimmt's? Scheint für dich etwas Persönliches zu sein. Boah, ich hab's schon wieder richtig drauf, ey. Aber ich glaube nicht, dass man uns den verkauft hat. Wenn einer unserer Händler einen Wertgegenstand enthalten hätte, hätte ich davon gehört. Und ich habe nichts gehört. Ich verstehe. Okay, da war schon. Ich kann schon mal hier noch irgendwo eine Katze sehen. In der Stadt. Ich glaube, da waren vier, ne? Nicht viermal rein und rausgegangen, ich weiß es nicht. Hier, ich schaue Gott, im Blumen sind alle verwelkt. Du hast es die Blastie als erschüttert hat, nicht wahr? Ja, das war ich. Verstehe, diese Blumen haben geblüht, weil das später von mir zerstörte Blastie zu einem eher Ungleichgewicht geführt hätte. Waren das verpassbare Cutscenes? Weil, wenn ich das nie zerstört hätte, dann hätte man die, wenn ich hier nicht hingegangen wäre oder irgendwie übernachtet hätte oder irgendwie sowas, dann wären wir ja nie, dann wäre das Ding ja nie zerstört gewesen, ne? Keine Ahnung. Das gleiche geschah im Kolosseum. Was gehört, was der Mann im Boot über die Fische hier in der Gegend gesagt hat, oder? Ich habe nachgeforscht und auch dafür war das Blas ja verantwortlich. Also tat ich, was ich tun musste. Bist du nicht sauer? Bin total sauer, aber das ist Vergangenheit. Ich hasse es, über Dinge zu schreien, die bereits geschehen sind. Manchmal kommt es mir vor, als wäre sie ein bisschen zu verständnisvoll. Okay, ich glaube, da war es ja, ne? Ich glaube, das war es ja. Ich glaube ja. Na, warte mal, du verkaufst auch Fisch, ne? Ich kann mir wo verkauft man ja noch mal Sachen. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass ich irgendwie die Fische, die ich brauche, hier einfach so kaufen kann oder so, ne? Aber ich gehe mal gucken, solange ich von irgendwas habe, ne? Ich gehe noch mal ein eine Hafenstadt und gucke, ob ich da noch mal was kaufen kann. Pick me up, man. So, dann mal gucken. Aber gut, dann einige Cutscenes hier zu Quests führen und so. Das ist nicht schlecht. So, ich habe von allen irgendwas. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwo, weiß nicht, neue Zutat oder so finden erstmal. So, nächste Cutscene. Das ist die einzige Cutscene, die ein bisschen offensichtlich war. Also, wir haben schon gesehen, da eine Cutscene ist. Also da habe ich, bin ich nicht reingegangen, muss das Spiel neu starten. Was mich erfreut hat. Dann sind wir auch schon fast fertig hier mit, was ich auf Screen so gefunden habe. Aber ich habe ja noch rausgefunden, dass wir nach Mantaik gehen müssen. Ne? Also ja, hat sich ja wieder was geöffnet. So, ja. Das ist ein bisschen offensichtlich gewesen. Du auch, Heraf? Ja, Cotton, Riesenverluste. Wer hat mir je viel rausstellen konnte? Was ist los? Das sind langweilige Erwachsenenangelegenheiten, Kleiner. Willst du was wirklich wissen? Ja, es interessiert mich. Tja, das werden wir beurteilen. Was für nette Leute. Wir haben in eine kleine, aber erfolgreiche Gilde investiert. Sie werden uns einen Teil ihrer Gewinne überlassen, abhängig von unserer Investition.
Das klingt jetzt schon verdächtig. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Ich wusste es. Warte, woher wusstest du das? Bis jetzt hat es immer prima geklappt, also haben wir eine große Investition gemacht. Und dann hat sich die Gilde über Nacht einfach aufgelöst. Sie haben uns nicht mal zurückgegeben, was wir investiert hatten. Ja, ich verstehe, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Kommt ihr denn irgendwie zurecht? Frag mich nicht um Geld, ich habe selber kein Geld. Wir haben noch einen Notgroschen, aber wir müssen das Geschäft aufgeben. Das ist unsere Strafe dafür, dass wir Halbsabschneider der Geschäftswelt unterschätzt haben. Ihr habt also nicht alles verloren. Das ist euer Silberstreif am Horizont. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ihr seid gute Kinder. Also, wo ich euch schon mal von mir ab, lasst mich euch einen Rat geben. Ganz gleich, was alle sagen. Geld zählt. Wenn ihr jetzt auf den Kopf haut, nachdem ihr nur ein bisschen angespart habt, werdet ihr es bereuen. Spart, wenn ihr könnt. Jedes bisschen hilft. Ja, selbst wenn ihr da draußen gegen Monster kämpft. Selbst wenn wir kämpfen, sagst du? Was ist denn, Patty? Mir ist nun gerade was eingefallen. Jawohl, das ist eine tolle Idee. Die folgende Basis hat werden Galtsuche. Und Galtjäger. Warum war es Helm dieser Cutscene? Hat sie überhaupt irgendwas gesagt? Da können wir jetzt Geld farmen, damit da wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil ich mir geht immer Geld. Also ich brauche immer irgendwie Geld, um was zu synthetisieren oder zu kaufen, kochenmäßig. Also ich habe immer irgendwie Geldprobleme. Suche nach fallen gelassen galt. Tja, irgendwie muss man ja seine Rechnung zahlen. Cool. Nennen Sie ruhig geizig, knauserig oder einen Pfennigfuchs rein. Geld ist wichtig und dieses Mädchen hat seinen Ruf vernommen. So. Boah, jetzt müssen wir nach Mantaik, glaube ich. Oder war noch irgendwas? Nee, war sogar noch irgendwas, aber ich gehe trotzdem erstmal nach Mantaik. In Darangres war ich ehrlich gesagt noch nicht drin und ich muss einen Cut machen, ganz kurz. So, und weiter geht's. Alles klar. Mantaik. Gute Frage. Da unten, wo die Wüste ist, ja. Macht man das noch? Wenn wir schon wissen, ob wir da hin müssen. Dann können wir auch direkt mal dahin gehen. Ich hoffe ja jetzt wirklich nicht, dass hier irgendwo eine Cutscene ausgelöst wird, wenn ich irgendwie zu nah bei Pharaoh oder so hier vorbeischaue oder was weiß ich. Weil dann sollte ich ja auch irgendwo hier befinden, ne? Gut, dann zeig mal. Hier in der Mitte. Du siehst verdächtig aus. Ich wusste es. Ah. Ach, da war er sogar, okay. War der nicht in der Mitte irgendwo? Oh, Masashiku Nobis no Mono desu. Tasukarimashita. Hontou ni arigatou gozaimasu. Sore dewa, o yakusoku no houshuu wo. Okay. Mata nani ka attara, Brave Vesperia ni yoroshiku ne. Sore dewa mata. Yūjou no akashi. なんか素敵ですね。別に普通のことだよ。経済書みたいだったけど。リーブ、中身見たの?なんか不都合あった?いや、別にいいんだけど。もし依頼人さんのプライベートが隠されてたらどうするの?別にいいんじゃねえの?干渉しなきゃいいだけだし。経済書ね。花も色気もねえな。 恋愛物語とかが男同士の友情の証だったら逆に面白かったのにね。面白いか?とりあえず、これでユニオンの初仕事、これにて終了だね。これがギルドの仕事ってわけか。うん。これが曲がりの剣だったら、魔物退治の仕事中心に仕事の紹介を受けるし、ギルドのマルシェは商品の発送とかを受けたりしてるんだ。 で、ブレイブベスペリアは運送なの?いや、僕らは。まあ、いろいろと仕事を受けながら考えていけばいいさ。そうだね。 Alles klar. Ihr wartet nicht zufällig schon der nächste Auftrag, ne?
Lass mal gucken. Was ist mit dir? Hier passiert sogar was. Ding dong ding, ich heiße Chaos, nennt mich einfach K-Dubs. Wie geht's, wie steht's? Wie ich sehe, seid ihr wieder da. Ihr habt mich wohl vermisst, was? Nein, wir wollen nur mal sehen, was du so machst. Oh, dann habt ihr mich als gern. Ihr habt mich also wirklich gern. Hey, wie... Was? Hey, wie... Hey, wird es denn mit diesen Klamotten nie zu warm? Zu warm? Wieso soll es mir zu warm werden? Ist das nicht irgend so ein verrücktes Pelzkostüm? Das juckt mich ja schon, wenn ich nur hinsehe. Was meinst du denn damit? Ich bin nackt. Siehst du was nicht? Ich laufe immer später Faser nackt rum. Ich, oh. Lasst euch nicht von, lasst euch davon nicht irritieren. Ihr fragt euch sicher, worum es denn heute geht. Da-dum, da-dum, da-dum. Das Objekt des Tages ist der Dreizack. Tada! Was meinst du mit Tada? Willst du uns irgendwas mitteilen? Na, na, du brauchst hier nicht das Dummerchen spielen, Pheromonbübchen. Pheromonbübchen. Bitte, bitte. Also ein weiteres Austausch von Objekten? Genau, Fräulein Hopsasa. Also gibt schon her. Nö. So ein Geizteil. Sag Bescheid, falls du irgendwas anderes überlegen sollst, ja? Ich muss erst mal gucken. Dreizack. Ja, ja. Der ist nicht so stark, ne? Mist. Ich hoffe, ich kann den irgendwann mal irgendwo kaufen wieder, ne? Ja, wahrscheinlich wieder nur blöde Milch, ne? Dankeschön, dankeschön. Und darum im Kreis herum, wo wir stoppen, weiß nur ich, die Dumm. Fang. Wie immer, dankeschön, haha. Wo ich weiß, wann es rauskommt, ist nach wie vor verblüffend. Na, was willst du uns denn diesmal geben? Das hier ist die Frage. Ja, ihr könnt das haben. Reis, Kartoffel, Zwiebel, Möhre. In einem heißen Ort gibt es nichts besser als ein leckeres Curry-Eis. Curry-Eis oder Curry-Reis? Ich bring dich um, Baby. Ja, du bist mausetot. Ich verstehe nicht. Ich verstehe manchmal die Tales of Zero echt bescheuerte Sachen. Oh, jetzt sogar eine Cutscene. Ah, der Chef und die anderen haben also heute Morgen die Stadt verlassen. Ich weiß nicht, ob sie die Stadt verlassen haben, aber letzte Nacht waren sie hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Chef ihr Anführer war. Verstehe. Mister, wer war das eben? Oh, er meinte, er war Mitglied einer Gilde namens Jagdkling, glaube ich. Aber anscheinend hat er den Rest seiner Gilde verloren. War Nan letzte Nacht hier? Nan? Nani? Beruhig dich, Kerl, du kannst nicht von ihm erwarten, dass er das weiß. Sir, einige Mitglieder dieser Gilde verbrachten die Nacht in dieser Gaststätte, richtig? Ja, bis heute früh waren sie hier. War da ein braunhaariges Mädchen dabei? Ja, ich kann mich an so ein Mädchen erinnern. Sie schien mir irgendwie verletzt zu sein. Diese Verletzungen müssen aus dem Kampf mit uns stammen. Oh nein. Das kannst du nicht mit Sicherheit wissen. Diese Leute geraten ständig in Kämpfe. Hey, Juri, glaubst du, wir könnten hier übernachten? Der Kleine ist vollkommen fertig. Etwas Ruhe würde seinen Nerven gut tun. Bist du sicher, dass du nicht müde bist und rasten willst? Naja, das kommt noch dazu. Ja. Gute Idee, ruhen wir uns ein bisschen aus. Du sagst es. Das macht dann 300 Galt. Wat? Nan. Kannst du mal nicht schlafen, was? Schule, warum bist du noch auf? Es ist schon spät. Ich dachte nur den Mond. Den Mond? Machst du dir Sorgen um dieses Mädchen? Ja. Du bist ein netter Junge, Carol. Ich war nie so in so vielen verschiedenen Gilden. Aber ich habe ihnen allen gesagt und bin jedes Mal wieder weg. Ich habe ihnen allen versagt und bin jedes Mal wieder weg. Deswegen pfeifen alle Gilden auf mich. Aber dann... Sie brachte dich in ihre Gilde? Ja, aber seit diesem Kampf haben wir immer noch nicht Frieden geschlossen. Es tut mir leid, ich gehöre jetzt zur heldenmutigen Vesperia und sollte mir über solche Sachen keine Gedanken machen. Das kann dir niemand vorwerfen. Sie bedeutet dir viel, was? Woher weißt du? Du wirst kein Bild von dir, von ihr bei dir tragen, wenn sie ihr nichts bedeuten würde. Das weißt du?
Ich habe schon ein paar Mal gesehen, wie du mit diesem dämlichen Blick das Bild anstarrst. Oh, ein Freund von mir aus der Fotografengilde, der ich mal angehört hat, dieses Bild für mich gemacht. Ein kleines Foto, ohne dass sie was davon weiß? Nein, ich meine, er machte das Foto zufällig in dem Moment, als sie vorbeiging. Ich meine, naja, am Ende kommt das wohl aufs Gleiche heraus. Du schlimmer Junge, aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Echt nicht? Ich frage mich, glaubst du, wir werden ihr nochmal begegnen? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß, dass wir sie wiedersehen werden. Ich muss mit ihr Frieden schließen. Hehe, viel Glück dabei. Also, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Oh, ja, danke, Judith. Okay. Hi. Ja, da gibt's nicht in Japan diese, wie nennt man das, Mythos? Keine Ahnung. Wenn man ein Foto von jemandem macht, ohne dass diese Person davon weiß, dann, weiß ich nicht. Dann verliebt sich diese Person irgendwann in einen oder so. War ich auch noch von der Anime, also von School Days. Oh Gott, ich hätte gedacht, dass ich irgendwann mal eine Anspielung auf diese Anime mache. Oh Gott. War, glaube ich, die Anime, die mich am meisten verstört hatte. Von allen Serien, die ich bisher gesehen habe. Kann ich nicht empfehlen. Passiert einige sehr. Nee, ich will es gar nicht erst sagen. Was? Sprechen. Ich komme im Baum sprechen. Oh, du hast mich gefunden. Wenn du schläfst, schleiche ich mich immer rein und aktualisiere deinen Wunderalmanach. Oh nein, du kennst mein Geheimnis, aber du bist der Erste, dem ich es erzählt habe. Ist in Ordnung, es bleibt zwischen uns und ich schleiche wieder weiter in dein Bett und wirke meine Wunder. Oh nein, ich glaube, ich habe gerade den Reporter-Kodex der Vertraulichkeit verletzt. Auf Wiedersehen. Das macht mir Angst. Wunderalmanach, was war das denn? So, hier ist doch irgendwas, oder? Das Meer größer als der See? Ist viel größer und viel tiefer. Das Meer ist blauer als jede See und außerdem schöner. Im Meer gibt es Fische, nicht wahr? Wo liegt es denn? Ist es weit von hier? Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück von hier entfernt. Oh Mann, ich wollte es mir ansehen. Du kannst hin, wenn du älter bist. Du kannst mit dem Schiff fahren und andere Städte besuchen und viel neue Dinge sehen. Ja. Okay. Ne. Soll das jetzt? Ja. Auf irgendwelchen Leuten hier gelauscht. So, dann. Boah, ich muss noch kurz nachdenken. Nein, manche kann man auch. Ist erledigt, gut. Dann gehen wir wieder Richtung Dahngrest, weil. Da in der Nähe gab es noch was zu tun. Und ja, ich habe da mal vorbeigeschaut, weil da war noch irgendwas, was noch nicht erledigt ist. Das können wir jetzt mal nachholen. Da oben irgendwo, ne? Ja, glaube ich, weiß ich nicht. Dann werde ich wahrscheinlich offscreen jetzt so nach Nordopolika und also die ganzen Orte gehen, die ich noch nicht besucht habe. Mal gucken, was in das Bio hier zu erledigen ist, weil Rita wollte ja irgendwie da lang. Also, sah jetzt echt erst aus wie so eine Person oder so. So, und ein paar Sachen hiervon will ich auch noch sammeln. Mal Eissteine, Froststeine meine ich. Nicht schlecht, wenn ihr mich fragt. So, boah, wo, da. Hier. Da ist dieser Wald. Wald von Keith Mock. Und da wartet noch was auf uns, was ich gedacht hätte, hätte ich schon erledigt, aber nee, anscheinend nicht. Da wartet noch ein dickes Monster auf uns. Ich hätte gedacht, ich habe mich schon darum gekümmert, aber anscheinend nicht. Also tun wir das jetzt mal nachholen.
Ne? Klingt das nach einem Plan? Finde ich auch. Wenn wir diesen Party mit so einem kleinen Kampf, da müssen wir jetzt eigentlich schaffen, ne? Nein, da. Oder also jetzt, wenn ich mir das Ding so ansehe, ne, das war jetzt ziemlich offen. Stimmt dann, an den kann ich noch nicht vorbei. Letztes Mal. Die ballern jetzt schon wieder unsere ganzen TP. Oh, gut gemacht, Fetti. Die hat irgendwas gekocht. So. Gut, dann gehen wir mal da rein. So, rückblickend betrachtet sieht da gar nicht so groß aus, das Ding, ne? Aber das ist auch so ein Gigantending. Da ist es ja auch einmal größer. So, und den haben wir schon mal analysiert. Wir haben schon mal versucht, gegen den zu kämpfen, aber das ging nicht so gut aus. Also ja. Ich meine, wir hatten den auch schon mal beinahe erledigt, ne? Boom. Dann versuchen wir halt jetzt nochmal. So. Boah, ich hasse das, ey. Warum funktioniert denn das nie, wenn ich das will? Das sieht doch relativ einfach aus hier, was wir machen. Mit Raven setzt sogar Feuerangriff ein, weil es nicht Feuer effektiv ist. Anfänglich ist, meine ich. Gott. Na gar nicht, ich habe Estelle nicht im Team, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Boah. Wen hat man dann immer explosiver Angriff? Ist ja echt gar nichts, ey. Aua, aua. Ja, wir haben aber einige Heiler. Und bis auf Judith kann ja, glaube ich, jeder auch heilen, ne? Der Typ macht auch nur irgendwie so 100 Schaden bei jedem. Gott. Aua. Aua. Man hat einen Dämonenzahn. Au. Weil jetzt legt er natürlich wieder voll Möhre los, ey. Oh, Alter. Ist gut. Okay, ist gut. Mein Gott. Ey, wir kommen ja gar nicht mehr zu irgendwas. Ich kann es mal aufhören, ist jetzt hier. Alter, ehrlich? Ey. Doch mal Estelle oder so im Team gehabt, ne? Okay, ist gut, mein Gott. Hör mal auf, uns hier die ganze Zeit hier anzuspringen und so. Boah, und jetzt treffe ich den schon wieder nicht, ey. Das gibt's jetzt wieder nicht. So, jetzt treff damit, bitte. Er hat nur so viel AP. Mein Gott. Er macht jetzt nur diesen Angriff. Oh, ist das ein unnötig nervig. Da ist auch noch ein Überlimit. Zum Glück macht er nicht so viel Schaden, als er wie Edward. Oh, warum sind wir die ganze Zeit betäubt, ey? Ja, denkst du, bist ja voll zu stark für den, ne? Und dann, boah. Raven, du musst uns heilen. Boah, jetzt ist er drauf gegangen, gibt's denn? Boah. Warum kann ich dein Schild nicht durchbrechen? Ja, okay, boah. Ey, warum ist denn der Kampf so unnötig? Boah, jetzt ist der schon wieder im Überlevel, ey. Ich kann nicht mal dazu, irgendwas gegen mich zu machen in der Zeit. Oh, jetzt habe ich keine TP, geil. Lass mich dich treffen, ey.
Jetzt kippt er schon wieder um. Boah, ey, was? Ihr läuft ja euch alles schief in dem Kampf, ey. Boah. Lass ihn mal aufstehen, damit ich ihn treffen kann. Hat er da wieder Schild. Sag mal, habe ich irgendwie eine Waffe, die nicht effektiv gegen den ist oder so? Wind, deswegen, ne? Boah. Hab ich eine Feuerwaffe? Ja. Deswegen mache ich wahrscheinlich nichts schildmäßig an dem Schaden, ne? Mein Gott, ey. Ja, Wunder. Denken wir schon die ganze Zeit, warum tut er die ganze Zeit hier... Oh. Okay, ich muss weg. Ich muss weg, danke. Fährt aber auch echt ein bescheuertes Moveset, ey. So, jetzt komme ich. Pass auf. Was? Boah. Oh, das ist natürlich recht blöd Timing gerade. Jetzt kann er noch funktionieren, ey. So, wechseln wir mal wieder zum Dings. Weil ich will ja Sachen lernen, hallo. Ah, jetzt treffe ich den. Zwei Galt erhalten. Boah, ehrlich? So viel Galt kriegen wir hier. Durch diese Fähigkeit. Willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Boah, bitte geh drauf, ey. Der Kampf ist richtig nervig. Ja, ich setze mal Arcanarzt ein, die scheint zu bringen und der fällt hier ist. Hallo, ich krieg so hart Kotzen. Dann muss ich jetzt mal warten, bis er wieder aufsteht. Weil ich mal ein paar Fährkampf angefährt mit ihr, ne? Na komm her, ich mach dich fertig. So. Aber irgendwie viel nerviger als jetzt hätte sein müssen, habe ich so ein Gefühl. Grüne Gefahrenklaue. So, Carols Kumpel. ごめん。今の聞いてた。え、聞いてたわよ。何武器に話しかけてるのよ。こうやると武器がよく切れるようになるんだよ。現に今の戦いだって。 戦う前にちゃんと励ましてあげたからなんだ。本当ですか？ま、いいんじゃないの？あら、いない。何よ。いいね。じゃあ次も頑張ってもらわないとね。お願いね。次もまた活躍を期待してるわ。頼りない主人持って大変ね。あんただけが頼りよ。頑張ってください。みんなに励ましてもらったし。 Da. Okay. Dann wir müssen noch zum diesen einen Typen zurückkehren. Rich. Ne? Und holen unsere Belohnung ab. Irgendein Schlüssel-Item, von dem ich noch nicht weiß, was wir damit machen können. Wenn überhaupt. Vielleicht sind das nur Trophäen, ich weiß es nicht. Wo war da nochmal? Der Nähe der ersten Stopp. War mein heiliger Trank ist gerade abgelaufen. Gut. So. Okay, wenn ich mich bewege und L3 drücke, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich L3 reindrücke, dann manchmal bewege ich mich automatisch. Also wo? Ich glaube hier irgendwo war das. Weil jetzt mal, wenn ich die Karte aufrufe, ist das immer der erste Ort, der mir angezeigt wird, weil ich ein bisschen doof finde. Was ist das denn hier nochmal? Gar nichts.
immer so verdächtig aus. So, boah, ich glaube hier in der Nähe war irgendwo, oder? Ich weiß halt gar nicht mehr. Nee, ist vollkommen falsch, glaube ich. Oder war das nicht irgendwo in der Nähe? Ah, tut mir jetzt nicht an. Ich meine, war doch hier in der Nähe irgendwo, oder? Ich weiß nicht mehr, boah. Also ich bin so die ganze Zeit darüber gestolpert, ne? Aber wenn ich das mal finden muss, dann ist klar. Dann finde ich das schon wieder nicht. Das ist, ach, ist immer das Gleiche. Ey. Könnten das noch mal gewesen sein? Warte mal, ich glaube, da war irgendwo in der Nähe, ne? Also warte, ich speichere mal. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann in so eine Cutscene lande, weil ich zu nah an Pharaoh bin oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So wie bei Nordopolika, als wir zum ersten Mal da rumgelaufen sind. So. Alter, ich weiß nicht, wo das jetzt schon wieder ist, ey. Ich glaube nicht, dass das auf der Karte eingezeichnet ist, oder? Da ist es, oder? Ja. Aber doch, hier halbwegs in der Nähe. Ich wusste es. So, hier wieder ein dickes Monster getötet. Sagst du was dazu? Donnerwetter, willst du sagen, du hast die grüne Gefahr besiegt? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte nehmt dies. Gefahrenbeißer werden schon für irgendwas wichtig sein. Schon gehört, dass hier das drei von den Gigantenmonstern getötet worden sind. Noch 8 übrig. Genau in der Mitte von Illicia lebt die Chimärenschmetterling in einem Garten versteckt im Wald. Ich glaube, ich weiß, welches der da meint, aber ich weiß nicht, wie man einkommt. Der südlichen Seite Tobisias lauert der brutal tief in einen unzugänglichen Wald. Auf Desir liegt die Heimat der Terobonk in den unwirtlichen Bergen des Nordwesten. Da ist doch der, den wir letztens getroffen haben, ne? Ich nehme an, das sind alles noch Viecher, die wir noch nicht gefunden haben. Also wie gesagt, Tero Dingens, das war glaube ich das letzte, was wir gefunden haben, ne? Also nehme ich mal an, so die werden so aufgelistet nach Story verlaufen, ne? Gut, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wenn beim Part, ich werde offscreen durch die Gegend cruisen und gucken, ob ja, sieht ja eigentlich levelmäßig aus, gut, ne? Ja. Und diese Charaktere langsam mal auf. Oh. Also Raven holt hier langsam auf. Gut. Alles klar, ich habe schon wieder gesehen, irgendwie, weiß nicht. Ich kann schon wieder Waffen herstellen, die irgendwie Alambic und all sowas haben. Mit der Zeit. Ich glaube, Rita hat jetzt auch irgendwie sowas ähnliches, was sie aus diesen immer blau hier herstellen kann. Und ja. Wird schon wieder was dazu kommen. So, jedenfalls, ich bedanke mich als fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und ja, in der nächsten Folge gehen wir und machen wir weiter mit. Ich nehme an, noch ein paar Sidequest-Sachen. Ne? Müssten noch einige zu finden sein, oder? Ja, gut, okay. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.